Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Wir sind hier in Herzhofen angekommen. Einer sehr friedlichen und netten Stadt, wie ich finde. Und hier ist eine Knusperei. Die können wir kochen, habe ich gehört. Wollen wir uns das doch mal genauer anschauen. Hallo, hier kannst du das durch das Kochen von Beerenknospen zubereiten. Okay, dann kochen wir mal. Okay, vielleicht sollte ich mir die Bedienungsanleitung mal durchschauen. Wirf Beeren in den Topf und fang an, in Richtung der Pfeile zu rühren. Du musst schnell sein, rührst du zu langsam, brennt es an. Rührst du allerdings zu schnell, kocht die Masse über. Sei also vorsichtig. Okay, das gab es, glaube ich, auch im Original. Wenn du alles richtig machst, stellst du so einen leckeren Knusper. Man kann übrigens auch am Platz der Treue Knusper herstellen. Okay. Wir haben ein paar Siedelbeeren, deshalb nehmen wir mal zwei davon und... Nehmen wir noch eine Pfirsichbeere und eine Himbeere und let's go. Wird schon schmecken. Bestimmt. Was muss ich jetzt machen? 3, 2, 1, los. Okay. Versuche mal in einem richtigen Rhythmus zu drehen. Das ist halt nicht über. Wo andersrum. Ich glaube, ich drehe vielleicht zu langsam. Ich mach's mal etwas schneller. Okay, jetzt wieder die Richtung. Das ist einfacher für mich, die Richtung. Das darf halt nicht übergehen, ist das Problem. Deshalb muss ich ein bisschen abbremsen manchmal. Ah, ich versuche mein Bestes. Oh, wieder in eine Richtung. Oh, okay, okay. Oh, es wird langsam rot. Ich weiß nicht, ob das zu heiß ist oder... Ach so, es brennt an, rühr noch schneller. Ach, ich bin so langsam. Oh, Hand in die Fläche. Es darf nicht anbrennen. Oh, die andere Richtung. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Oh verdammt. Ich hab's so langsam gemacht, oder? Nein, nein. Ich koch nie wieder. Ich koch nie wieder. Mag das jemand essen? Oh, oh Gott. Was bringen die? Moment, wie bitte? Herb? Herpes? Oh nein, nicht cool. Bitter und sauer. Boah. Schlechter Knusp auf Level 2. Man kann die leveln? Oh Gott. Hey du, lass uns gemeinsam den Kochlevel schwingen. Ich erkläre dir gerne, wie du leckere Knusper für deine Pokémon zubereitest. Zu Beginn musst du den noch flüssigen Teig vorsichtig umrühren, damit er nicht überkocht. Rühre kräftiger mit Kreisen und Bewegungen, sobald der Teig etwas fester wird. Zu guter Letzt wünschst du dir noch, dass der Knus so richtig lecker wird und du rührst, was das Zeug hält. Das hat nicht wirklich geholfen. Oh Gott, war ich schlecht. Meine ganzen Beeren. Gute Ernährung gibt Energie und macht froh. Das gilt für Mensch und Pokémon gleichermaßen. Hast du zufällig ein paar Beeren mit dabei? Für gute Knospen brauchst du seltene Beeren. Pass auf, dass du nichts verschüttest. Je geübter du bist, desto leckerer werden die Knospen. Ja, ich lass das lieber mal. Ich überleg's mir, ob ich irgendwann nochmal was draus mache. Was ist das denn für ein Gebäude? Amen, Bruder? Ist es eine Pokémon-Kirche? Egal ob Mensch oder Pokémon, es ist völlig normal, dass wir alle verschieden sind. Beurteile ein Pokémon deshalb nie nur nach seiner Stärke, sondern suche auch nach seinen inneren Werten. Sie sind es, was wirklich zählt. Aha. Es gibt Wörter, die zwar ein jeder leichtfertig in den Mund nimmt, deren Bedeutung jedoch nur die wenigsten zu erklären vermögen. Diese lauten Liebe und Freude. Oh Gott, okay. Reichen Menschen und Pokémon einander sind die Hände, sind alle glücklich. Also reichen Menschen und Pokémon einander die Hände, sind alle glücklich. Das bringt uns näher zusammen, denn wir leben schließlich alle in ein und derselben Welt. Ja. Weltfrieden, Bruder. Und Schwesters. Armes Knogger. Sieht zumindest aus wie ein Knogger. Es ist schon ein wundersamer Kreislauf. Schöpferische Arbeit ermüdet den menschlichen Geist und laugt ihn aus. Doch kaum, dass dieser sich erquickt hat, kommt erneut der Wunsch auf, etwas Kreatives zu erschaffen. Alles okay? Hier finde ich die Ruhe, um über meinen Vater und meinen Sohn sowie das Leben allgemein nachzusinnen.
Die Pokémon und ich, sowie die Welt, in der wir leben, sind wiederum Teil der Natur um uns herum. Okay, ich lass euch mal allein. Dadum, 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 bam, 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 dadum. Es gibt so viele Sticker, die man auf Ballkapseln kleben kann. Wie soll ich mich nur entscheiden? Irgendwas nehmen. Irgendwas. Als ich mit meinem Pachirisa auf dem Platz der Treue spazieren war, habe ich einen niedlichen Sticker gefunden. Den werde ich an Pachirisas Ballkapsel anbringen. Meinst du, dass es dadurch noch anmutiger wird? Oh. Pachi! Ein Park? Moment, bevor wir das machen, hier sind noch zwei Häuser. Und ganz rechts, ja, da oben geht's ab. Ich weiß. Oh, hier ist die Arena. Dann sind wir wieder hier. Okay. 30 Jahre lang habe ich vollkommen allein in den Bergen gelebt. Dabei ist mir die Idee zu einem Tanz gekommen, mit dem ich die super Wettbewerbsshow gewinnen werde. Stell dir vor, du lebst 30 Jahre lang in den Bergen. Kommst dann endlich wieder in die Menschheit zurück. Boah, ich möchte jetzt Wettbewerbe veranstalten und gewinnen. Wow. Ich habe die Termstärke im Turm der Runden erhalten. Dieser befindet sich auf Route 209 auf dem Weg nach Trostu. Oh, what? Turm der Ruhenden. TM Stärke. Ist das nicht eine VM eigentlich? Warum kann man hier lang? Ah, ne, kann man nicht. Okay. Na gut, dann nicht. Was ist das hier eigentlich? Platz der Treue. Osttor. Geh mit deinem Pokémon spazieren. Hör, es gibt zwei Tore? Also links war noch ein Tor. Das heißt, hinter diesem Tor befindet sich ein wahres Paradies, wo zahlreiche Pokémon ganz nach Lust und Laune herumtollen können. Maggie! Okay. Sehr interessant. Ach ja, mit dem habe ich doch geredet. Komm. Hier ist noch ein Hotel. Ich erkunde immer gerne. Vor allem wegen so einer schönen Musik. Pika! Agugu! Pika! Wenn ich einmal erwachsen bin, will ich Pokémon-Koordinatorin werden. Ja, warum warten? Babys und Pokémon kommen wunderbar miteinander aus. Wenn das Baby schläft, legt sich das Pokémon einfach daneben und hält ein Nickerchen. Das ist auch toll. Wenn ich mal groß bin, will ich auch ein Trainer werden. Warum warten? Hier hast du ein paar Bälle. Fang dir ein paar Monster. Jetzt habe ich es geskippt. Oh wow, du bist ein echter Trainer. Wenn man Pokémon um sich hat, ist man für sich verantwortlich. Aber man hat auch viel Spaß und Freude mit ihnen. Ja. Meine Schwestern sind immer im Mittelpunkt. Für mich interessiert sich keiner. Oh, er steht ja ganz allein in der Ecke. Oh, der Arme. Oh, ich würde ihm gerne helfen können, aber gar nicht. Der Arme. Badidudududu. Mag das nicht, dass der Auszug so ein bisschen dauert? Herzhofen sei kinderfreundlich, sagt man, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn in Herzhofen ist man nicht nur zu Kindern, sondern auch zu Erwachsenen und Pokémon nicht. Oh, ich dachte schon, das hat einen Bad Twist, aber nein. Ein guter Twist. Meine Enkel wollen alle ein eigenes Pokémon. Das wird sicher nicht einfach werden, aber so kommt wenigstens Stimmung in die Bude. Alle Welt, die den Menschen Mitgefühl zeigen und füreinander da sind, das wünsche ich mir. Na, aber ist doch hier ziemlich gut in der Stadt. Es ist so praktisch, keine Treppen im Haus zu haben. Wirklich viel angenehmer, sage ich dir. Außerdem können sich die kleinen Pokémon ohne Treppen deutlich freier bewegen. Ah, deshalb sind ja Aufzüge in der Stadt. Ja. Interessant. Okay. Links hat man noch ein Haus und das Pokémon Center. Das wollen wir auch mal abchecken. Das wäre ziemlich cool. Gamer Girl? Hallihallo! Ah, oh, dich kenne ich doch, aber wohl noch gleich. Ah, ich hab's. Du hast doch damals in Jubelstadt diese schrecklichen Typen verjagt. Nach diesem Vorfall habe ich allerlei Nachforschungen über dich angestellt. Hast du mich gegoogelt? Ja. Dabei habe ich auch noch herausgefunden, dass du mit dem berühmten Professor Albe zu tun hast. Außerdem sollst du mühelos einen Arena-Orden nach dem anderen eingesagt haben. Ich sage dir, mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Sorry, ich klappe mal wieder wie ein Wasserfall. Ich bin Lana. Erinnerst du dich an mich? Tatsächlich, ja. Tatsächlich ja, du hast mir die Ballkapseln geschrieben. Genau, sagst du auch gerade. Aber eigentlich bin ich die Systemadministratorin der Boxen, die du am PC nutzen kannst. Ah. Das ursprüngliche Lagerungssystem wurde von meinem Kumpel Bill entwickelt, aber ich habe es dann nach meinem Gutdünken weiter verbessert. Hey, wo du schon in Herzhofen bist, könntest du ja auch bei dieser Superwettbewerbsshow vorbeischauen. Und vergiss nicht, fleißig deine Sticker zu setzen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie mich beobachtet.
Aber ja, das ist nett. Kannst du ruhig. Ja, lass mich durch. Ich will's mir, Santa, ich will mir heilen. Meine Pokémon, sie liegen krank. Mit meinen Pokébällen. Sie wollen nur eine Heilung. Ah. Viel besser. Dankeschön. Blum. Hast du schon den Globus in der globalen Wundertauschstation in Jubelstadt gesehen? Nein, weil das noch nicht reinprogrammiert ist im Spiel. Ich kann ihn dir nicht wirklich erklären, aber er ist einfach fantastisch. Ja, du cheatest dich darüber. Das gibt's hier noch gar nicht. Das kommt erst irgendwann nächstes Jahr mit dem Pokémon Home Update. Ja, der mies auf jeden Fall. Hallo, hast du eine Knusbox? Falls nicht, musst du unbedingt den Pokémon Fanclub besuchen. Ja, die gibt einen Tipp. Wie es scheint, ist die Arenaleiterin Lamina momentan nicht da. Ha, sie hat bestimmt von meiner starken Windigkeit gehört und ist geflüchtet. Träum du weiter, du. Träum du weiter. Aber ich will jetzt mal wissen, was es hier mit dem Park auf sich hat. Platz der Treue. Pikapi! Meinem Pikachu gefällt es mal, den Pokémon zu verlassen und einen Spaziergang zu machen. Das sehe ich daran, dass seine Wangen ganz so freudig zucken. Auf dem Platz der Treue kannst du mit deinen niedlichen Pokémon spazieren gehen. Ja? Mit niedlichen Pokémon nur? Aha. Auf dem Platz der Treue kannst du mit deinen niedlichen Pokémon spazieren gehen. Mit welchem Pokémon möchtest du spazieren gehen? Ach, ne. Magpie ist nicht süß. Das kleine Baby-Pokémon, das ist nicht süß. Tails, so ein kleines... Nein, nein, das ist auch nicht süß. Aber wow, Schelke rein, dieses große Monster. Es ist so uwu. Lol. Also dann genieße die traute Zweisamkeit an der Seite von Schelke rein. Viel Vergnügen. Folgst du mir? Oh Gott. Hä? Oh Gott, ist das langsam. Schelke rein sieht sehr glücklich aus. No, es mag mich. Wir sind die besten Freunde, ne? Tipps zu Trainern. Drückst du auf dem Platz der Treue den Plus- oder Minusknopf, versammeln sich die Pokémon, die du dorthin mitgenommen hast. Hältst du den Plus- oder Minusknopf gedrückt, zerstreuen sie sich wieder. Warte, echt? Okay, und verpisst euch. Okay. Pika, Pika! Oh, ich könnte es kaum glauben. Ich bin so glücklich mit meinem Pikachu. Wohin ich auch gehe, mein Pikachu folgt mir auf Schritt und Tritt. Ja, wir zwei sind uns genug auf der Welt, juhu! Cool. Oh, Voltwechsel, eine sehr gute Attacke. Sehr, sehr gut. Wenn wir einen Elektro-Pokémon hätten, wäre das ganz cool. Aber das, haben wir nicht. Vonera! Vonera scheint müde zu sein. Oh. Ich kann mit meinem Vonera jeden Tag hierher. Dann kann es laufen und spielen, ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Okay. Gott. Checkran ist wirklich sehr langsam. Oh, noch eine ATM. Anziehung, ja. Ist ganz gut, aber ich glaube, Anziehung ist sogar die Attacke, die ich damals als Charme verwechselt habe. Hallo. Hier kannst du das... Oh, nein, ich will nicht kochen. Nie wieder. Nie wieder, oder? Weiß ich nicht, ich hab's probiert. Würde er jetzt sagen, aber er kann nicht reden. Er freut sich aber, an meiner Seite sein zu dürfen. Ach, du darfst doch immer an meiner Seite sein. Kann man sich hier hinsetzen? Nicht? Oh, wow. Enttäuschung. Schlechtes Spiel. Oh, wir kommen von der anderen Seite. Okay. Sprich ruhig hin und wieder mal mit deinem Pokémon. Gut möglich, dass es etwas für dich hat. Pipi. Ich hab was Glänzendes gefunden. Tipps für Trainer. Auf dem Platz der Treue kannst du die Kamera mit Hilfe des rechten Sticks bewegen. So kannst du das mitgebrachte Pokémon nach Belieben beobachten. Du kannst die Kamera zurücksetzen, indem du den rechten Stick kurz gedrückt hältst. Ja gut, ich kann die Perspektive ein bisschen wechseln, aber mehr kann ich auch nicht. Nee. Luhun! Luftlun. Das sind Ruinen aus längst vergangener Zeit. Echt? Cool, kann man da rein? Spuktafel auf für Geisterpokémon bestimmt sehr gut. Oh, auf der Rückseite ist was eingraviert. Bei der Geburt des Universums entstand aus dessen Splittern diese Tafel. Hä? Was? Ich kann nicht in meinen Bottle schauen? Warum nicht? Oh, sehr schön. Du bist ein bisschen im Weg. Okay, ich wollte gerade sagen. Hä? Ist ja gar nichts. Warum kann ich von hier drin mit meinem Pokémon reden? Das bewundert mich an. Oh. Oh, das ist sehr süß. Minz-Amulett! Yo!
Die sind sehr gut, um Geld zu farmen. Mit denen kann man sehr gut Geld farmen. Und sollten wir uns auf jeden Fall merken. Sehr, sehr gutes Item. Wie kommen wir denn da hoch? Geht irgendwie nicht. Wie willst du da hochkommen? Hä? Von hier? Oder wiss? Hab ich irgendwas verpasst? Moment. Achso, nee, ich habe ja keine Shortcuts. Das geht nicht. Man kann hier wirklich gar nichts machen. Ich komme da nicht hoch. Oder komme ich von hier vielleicht nach oben? Nee, hier gibt's nichts. Nee. Okay, keine Ahnung, falls jemand da Ahnung hat, dann schreibt's mir gerne rein. Ich lasse es erstmal. Der Park ist ganz nett, aber egal. War ganz nett, mit dem Check rein rumzulaufen. Und war schön. Fühlst du dich erholt? Dann bis zum nächsten Mal. Nanu? Offenbar will das Pokémon, mit dem du gerade erst spaziert warst, aus deinem Pokéball heraus. Du musst wirklich ein besonderer Trainer sein, um so einen Eindruck bei deinem Pokémon zu hinterlassen. Dein Pokémon würde sich bestimmt riesig freuen, wenn du es in Zukunft auch abseits vom Platz der Treue aus seinem Ball lässt. Echt? So sehr liegt mich der rein. Wow. Selbst ich hab's nicht so sehr geliebt. Das wird einiges ändern. Du bist so lieb. Behält wachsam die Umgebung im Auge. Boah, jetzt tut es mir ein bisschen leid, dass ich ihm keinen Nickname gegeben habe, aber mir ist nichts eingefallen. Keine Ahnung. Sollen wir ihm noch einen geben? Ich weiß es nicht. Was ist eigentlich hier? Hier ist ein Wettbewerb, oder? Oder? Wettbewerbssaal offen für alle Enthusiasten. Cool. Aber einen Moment. Können wir die anderen Pokémon... Oh ja, als Begleiter auswählen. Oh, Chris Bugby. Ja. Tricky erzeugt begeistert eine beeindruckende Flamme. Oh, kleines Tricky. Doch ganz klein, doch ganz winzig. Oh, Tails. Hi, Bambelin. Tails steht der Mund weit offen. Boah, krass, oder? Krass, wie man hier rauskommt aus dem Ball. Ja, lass uns mal Chelke rein rumlaufen. Ich meine, es ist unser Main-Pokémon. Oh, pardon. Das tut mir wirklich leid. Bist du hier, um an einem Wettbewerb teilzunehmen? Hahaha, viel Vergnügen. Zufällig ist auch Lamina, die Arenaleiterin von Erz offen, ein Wettbewerbsexpertin. Vielleicht fragst du dich, woher ich das weiß? Nun ja, Lamina, es ist mal, das bin ich. Wenn du bist Stress war der sehr stark, dann du kannst mich ausfordern zu einem Kampf. Aber noch nicht jetzt, non. Eine kleine Franzosin? Aber sie will nicht herausgefordert werden, warum auch immer. Warum denn nicht? Aber vielleicht will ich ja jetzt nicht herausfordern. Okay, die ist nicht so wie in Platin. In Platin war das nämlich so, dass man hier in dunklen Räumen ist und dann muss man immer sich umschauen. Die waren über so Statuen. Du musst halt im Dunkeln rumlaufen. Irgendwo waren dann auf dem Boden so Symbole und an den Türen waren dann auch Symbole. Zum Beispiel es war so ein Kreis und dann war hier ein Stern und dann war der irgendwo ein Mond, Sichel. Und dann musstest du hier dich umschauen bei den ganzen Trainern, die du bekämpfst, wo hier die Symbole sind, die dir sagen, welche Tür richtig ist. Wenn du eine falsche Tür nimmst, bist du wieder hier in diesem Raum, wo ich gerade bin. Hey, hallo, wie läuft's denn, du Trainer? Du willst doch sicher die Arena-Trainer herausfordern, habe ich recht? Tja, das ist momentan nicht möglich. So, leid ist mir auch tot. Du willst wissen, warum? Ganz einfach. Sie ist nicht hier. Schau einfach später nochmal vorbei, okay? Ich fahr zu lange hier. Ja, aber sie ist doch gerade hier hingelatscht. Oder nicht? Ich find's ein bisschen blöd, dass die Buben so langsam sind. Weiß nicht. Mag ich nicht. Ah, das ist ja. Meine Heldin! Oh, hallo, mein Schatz. Mama! Was? Echt jetzt? Sag bloß, Katrin ist eine Mutter! Dann hast du bestimmt gute Karten bei der Superwettbewerbsshow! Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe mit Maike noch nie wirklich über die Superwettbewerbsshow gesprochen. Aber ich bin ganz überrascht, dass ihr zwei euch kennt. Oh ja, richtig! Danke nochmal wegen vorhin! Bitte nimm diesen Sticker hier! Ein Zaubersticker. Bring ihn an der Ballkapsel deines Pokémons an, wenn du an einem Wettbewerb teilnimmst. Das macht sicherlich einen tollen Eindruck. Ich bin übrigens eine Jurorin. Schau doch mal vorbei, wenn dir nach Unterhaltung zumute ist. Und keine Sorge, für Einsteiger bieten wir auch Übungswettbewerbe an. Okay, Katrin, bis später dann.
Na, warst du sehr überrascht, mich hier zu sehen, Maike? Mir war langweilig, also habe ich einen kleinen Abstecher nach Herzhofen gemacht. Ich war übrigens nicht weniger überrascht, dich zu sehen, Kind. Du willst also bei der Superwettbewerbsshow mitmachen, ja? Dann schmeiß ich dir aber bitte etwas in Schale. Wie sieht das denn aus, wenn du deinen gewöhnlichen Eichhörnchenbart neben deinem aufgebrezelten Pokémon stehst? Bitte zieh dir mal was Anständiges an. Du hast seit Tagen nicht mehr geduscht, Maike. Zieh lieber das hier an, das passt besser. Ein Kleid erhalten. Vertrau einfach deiner Mutter und ihrem treffsicheren Modegeschmack. Du wirst bestimmt klasse darin aussehen. Nun denn, ich wünsche dir jede Menge Spaß bei der Superwettbewerbsshow. Du wirst sicher ein paar weitere charmante Facetten deiner Pokémon kennenlernen. Das wird eine tolle Erfahrung für dich werden. Bis später. Ciao, Mama. Und danke fürs Kleid. Oder halt fürs Outfit. Aber ich meine, es war ein Kleid. Wer zum Showstar gekürt wird, bekommt sein Foto ausgestellt. Aha. Das ist ein Fotorahmen. Okay, gut. Hier haben wir ein Pikachu. Hier haben wir ein Kikuri. Hier haben wir eine Tür. Mein Lieblings-Pokémon. Hier haben wir Luxio oder Luxtra. Und hier haben wir einen Wald. Ja, toller Wald. Mein Freund hat dermaßen Lampenfieber, dass er sich gar nicht erst traut, an der Wettbewerbsshow teilzunehmen. Was mache ich jetzt bloß? Dann tritt du doch bei. Ding-Dong! Bei der Superwettbewerbsshow messen sich die Teilnehmer in den folgenden drei Bereichen. Style, Tanz und Attacken. Aha. Pokémon, denen man zuvor Knusper gegeben hat, schneiden beim Style besser ab. Deshalb solltest du in der Knusperreihe von den Experten lernen, wie man Knusper zubereitet. Okay. Hier ist noch jemand, ne? Engdoran! Wie klein das ist. Voll süß. So, die Entscheidung steht. Heute wird kein Rückzieher gemacht. Nein, ich werde mich für die Show anmelden. Nur die Ruhe bewahren, die Ruhe durchatmen. Wie sieht's bei dir aus? Nimmst du ebenfalls an der Show teil? Ja, ich kann's ja mal ausprobieren, ne? Ja. Ne? Du willst also an der Wettbewerbsshow teilnehmen? Ah, wie ich sehe, hast du auch schon eine Knusbox. Sehr gut, dann habe ich hier einen fantastischen Knusp für dich. Einen exquisiten Knusp. Gib diesen Knusp dem Pokémon, das an einem Wettbewerb teilnehmen soll. Ach, und noch ein guter Ratschlag von mir. Versuch dich über den Schalter ganz rechts nochmal an einem Übungswettbewerb. Das ist die beste Art der Vorbereitung. Ich will lieber direkt anfangen. Mich einfach reinschmeißen lassen. Aber wer weiß. Vielleicht mache ich nur kurz eine Übung. Weiß halt nicht, wie lange die dauern, die Dinger. Oh, Level 60! Ja, komm, hier, du. Du bist doch das süße Pokémon. Die anderen beiden. Nein, die ist süß. Du bist süß. Wie das aussieht. Check rein, hat gegessen. Lecker, lecker, nom, nom. Alles steigt. Cool. Und stark. Und hübsch. Und klug. Und putzig. Ja, den Schlechten kannst du auch mal nehmen. Ups. Das war das falsche Pokémon. Egal, du kannst auch was essen. Und jetzt denkt er sich so. Habe ich recht? Er mag süßes Essen. Okay, ein bisschen was steigt. Einen Moment. Lass mir kurz Berichte anzeigen lassen. Weil da steht immer, was für Essen die mögen. Mag herbes Essen. Mag's herbes? Okay. Ich weiß wirklich nicht, was herbes heißt. Saures Essen. Und süßes Essen. Okay, ich habe gedacht, er würde süßes Essen mögen. Er saures. Und er herbes oder irgendwie so. Na egal. Ich fühle mich gerade ein bisschen dumm, weil ich nicht weiß, was herbes heißt, aber naja, egal. Ja, ich möchte üben. Ich möchte gerne üben mit... Ach, alle dürfen auf einmal. Ja, komm mal, mit ihm habe ich jetzt ein bisschen gepusht, deshalb. Wähle eine Attacke. Okay, Blattwerk ist schwach. Der Elan sinkt 5 Sekunden lang nicht. Wenn der Elan des Pokémon im positiven Bereich ist, erhöht sich die Zahl der erhaltenen Schwerpunkte um 2 oder hier um 1. Dann machen wir mal einen Biss. Eine Ballkapsel. Ja, das, was sie halt immer benutzt haben für ihn. Das hier. Schadnummer lautet 1. Okay. Versuchen wir es einfach mal. Das ist ja erstmal Übung. Viel Erfolg. Okay.
Super Wettbewerbsshow! Erklärung, ich hab meinen Kleid gar nicht an. Hä? Ich werde nur erklären, wie die Super Wettbewerbsshow abläuft. Okay. Zuerst geht es um den Style. Dabei kommt es auf die Ausstrahlung deines Pokémons an. Doch auch der Look von Individualisierung ist hier sehr wichtig. Mhm. Rhythmusspiel, lol! Kommen wir als nächstes zur Rubrik Tanz. Hier dreht sich alles um das Rhythmusgefühl deines Pokémon. Wir tanzen einfach? Dafür ist der Wettbewerb da? Das ist aber ein Original anders. Noten in Form eines Pokéballs laufen, drücke A-Knopf, sobald eine Note davor steht. Das ist aber nicht rhythmisch. Langgezogene Noten werden als eine Art Balken dargestellt. Okay, ja, A-Knopf gedrückt halten. Ja, ich habe schon Rhythmusspiele in meinem Leben gespielt, danke. Ich weiß nicht, ob ich auf das Gameplay oder auf die Musik achten soll. Auf den Takt. Ja, auf die Musik, oder? Ja, ich glaube, der Takt ist richtig und nicht das Gameplay. Es ist ein bisschen verzögert aus irgendeinem Grund. Bam, dum, 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 bam, dum, 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 bam. SS steht da glänzend. Das ist so ein bisschen verzögert. Beim Tanz. Okay. X-Knopf. Ah, ich kann Attacken einsetzen, um mich zu boosten. Okay. Okay, sehr gut, sehr gut. Im Original war es übrigens ganz anders. Im Original musstest du dein Pokémon ankleiden mit dem Touchscreen, mit so komischen Anziehsachen. Und dann habt ihr euch nacheinander gebettelt, welche Attacke wer einsetzt. Und ihr musstet immer entscheiden. Es gab drei Juries und du musstest immer von einem die Leiste vollfüllen. Das ist komisch, schwierig zu erklären, aber es war auf jeden Fall damals viel cooler als hier, auch wenn das hier ein Rhythmusspiel ist, was auch schon alleine ganz cool ist, aber es ist ein bisschen, naja, komisch. Ja. Okay. Ich brauch's nicht nochmal machen. Gut, dann machen wir mal ein richtiges. Let's go! Machen wir mal Coolness. Einfach weil das erste ist. Ja, Anfänger. Auswählen. Ja, das coolste Pokémon ist natürlich Shaquarine mit Biss. Und dem hier. Und jetzt ein Outfit auswählen? Was? Oh, warte, was? Nein, ich hab's gar nicht gesehen. Das hat gar nicht geladen. Oh, das sieht hübsch aus, das Outfit. Kann man das immer tragen, das Wettbewerbsoutfit? Auch auf der Overworld? Das wäre voll cool. Das Outfit ist anders als damals, aber ganz hübsch. Das ist schon ganz hübsch. Fang auf für das Duo mit der Stadt Nummer 3. Katika und irgendwas. Ja, Elsa und Hammer. Oh, cool. Beides das gleiche Pokémon. Okay. Boom. 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 Ich muss immer vorher schon drücken. Ja, ich muss immer ein bisschen vorher drücken schon. Das ist komisch vom Timing her. Ich wette, auf Handheld macht das mehr Sinn. Komm, ich setz mal Attacke ein. Biss! Voll cool, Mann! Das ist Pachirisu, wird doch voll verlieren, das ist doch gar nicht cool. Also ich sollte schon ziemlich gut sein hier drin, weil ich habe ein bisschen Erfahrung mit Rhythmusspielen. Auch mit solchen Rhythmusspielen. Klar, solche habe ich nicht so oft gespielt, weil die halt immer sehr eintönig sind und meistens auch zu schwierig, aber das ist halt jetzt zu schwierig. Da musst du einmal drücken, einmal drücken, einmal drücken, einmal gedrückt halten. Es passiert ja nicht viel so. Und das Pummelhof hat das Ende erreicht! Im Moment. Ja. Cool. Das war ein voller Erfolg. Dafür erhalten die Teilnehmer Erfolgspunkte. Oh, Level. Oh Gott. Es ist nun an der Zeit, den Showstar der heutigen Veranstaltung zu verkünden. Und der Titel des Showstars geht an Mikey und ihr Shaquarine. Applaus! Jetzt alle klatschen. Jetzt dürft ihr aufhören zu klatschen.
Friendship ist unser neues Star. Wie in Mario Party. Hier ist ein Preis, ein cooles Sticker. Ah. Okay, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal nochmal mache. Ich habe es auf jeden Fall gesehen, wie es ungefähr funktioniert. Sehr interessant auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal in der nächsten Folge nach, wie wir in die Arena rein können. Weil, hat ja jetzt nicht funktioniert. Aber ich kann euch versichern, in der nächsten Folge werden wir das bestimmt herausfinden, wie es weitergeht in Pokémon Leuchtende Perle.